schöne Bässe und schöne. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Tessieboy. Willkommen zum Wishhammer, zum nächsten Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt den Tag soweit gut überstanden. Ich war heute den ganzen Tag auf Montage, deswegen habe ich auch eine Mütze auf, weil ich den ganzen Tag Mütze getragen habe. Ich draußen auf dem Gerüst war und meine Haare jetzt dementsprechend aussehen. Deshalb heute mit Mütze. Ich hoffe, das stört soweit nicht. Heute wieder ein Produkt von Wish. Wie jeden Tag beim Wishhammer, logischerweise. Moin. Ein Produkt, was wir schon mal hatten. Und zwar ein ähnliches Produkt. Und zwar geht es heute um einen Bluetooth-Lautsprecher mal wieder. Ich hatte ja schon den JBL, der ist ja mittlerweile verlost. Der ist übrigens schon weg. Nur damit ihr Bescheid wisst. Heute wieder so eine Art JBL. Und zwar geht es heute um dieses nette Gerät. Sieht ja auch so ein bisschen aus wie JBL. Hier ist sogar das Logo. Moin. So viel dazu. Wir haben noch ein Micro-USB-Kabel und AUX-Kabel. Sonst, was man dazu sagen kann, Verpackung ist soweit ganz schön. Schöner Karton. 3-4 Stunden Charging-Zeit, 2-3 Stunden Playing-Time ist hier beschrieben. Wir haben anscheinend Freisprechfunktion, Musik hören. Ich würde sagen, wir gucken uns das Teil an. Also, was ich eingangs feststellen muss, ist, wir haben hier vorne Stoff. Das ist ganz schön. Und der Rest ist wirklich Plastik und sieht aus wie irgendwie so ein Schwimmbad-Utensil, also es ist ein ganz komisches Plastik. Wir haben auf der Oberseite Modus, Play, Vor und Zurück. Auf der Rückseite haben wir den Ladeanschluss, einen AUX-Anschluss, einen USB-Anschluss und einen SD-Kartenanschluss. Das Video heute wird nicht so lang, das kann ich euch jetzt schon vorweg sagen. Aber wir testen natürlich die Funktion durch und schauen dann weiter. Ich würde sagen, wir testen natürlich zuerst den Bluetooth-Mode. Dafür schalten wir die Box einmal an. Your Bluetooth device is ready to pair. Bluetooth device is connected successfully. Sehr gut, das hat super funktioniert. Die Box hat noch 80% und ich würde sagen, let's go der Hase. Wir starten mal mit einem Lied von Lars May. So, das ist jetzt volle Lautstärke. Eingangs muss ich sagen, Sound ist wirklich gut. Also, wir haben schöne Bässe und schöne Höhen. Das ist wirklich gar nicht so verkehrt. Und dann würde ich auch sagen, stecken wir mal einen USB-Stick rein und checken das einmal. Music Play Mode. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn man USB hat, wie macht man laut und leise? Aha, wenn man den Weiter-Knopf oder Zurück-Knopf, je nachdem, lauter und leiser macht, dann wird es lauter und leiser, logischerweise. Also alles in einem. Super Teil. The Bluetooth device is ready to pair. Wir checken die Modis nochmal. AUX Input Mode. Nee, ich wollte jetzt einmal. The Bluetooth Radio Mode. Mach mal ein bisschen leiser. Dumm ist natürlich hier beim Radio, wir haben wirklich keinerlei Möglichkeit, einen Sender, eine Anzeige für den Radio. Und man weiß auch nicht so genau, wie er das Radio schaltet. Ich habe jetzt hier das AUX-Kabel schon angeschlossen, weil meistens brauchen wir ja so eine Art Antenne. Funktioniert aber. Also man muss hier auch wirklich das AUX-Kabel anschließen, weil so hat man wirklich kein Netz. Bezahlt habe ich für den ganzen Bluetooth-Lautsprecher so viel und ich glaube, das reicht für heute. Ein kleiner Test von einem Bluetooth-Lautsprecher, nichts Spannendes. Ich würde sagen, wir machen direkt die Bewertung. Kommen wir zur Bewertung der Verarbeitung. Verarbeitet ist das Ganze mäßig, würde ich sagen. Also hier zum Beispiel das JBL-Logo oder dieses
J-Logo hier, das ist so wackelig hier drauf. Dann ist so die Naht hier ist total, also ist alles total uneben. Dann haben wir hier wirklich alles komplett Plastik, aber zumindest schon mal keine scharfen Kanten. Deshalb gebe ich hier 3 von 5 Tests. Kommen wir weiter zur Funktion. Wir haben jetzt Radio, USB und Bluetooth gecheckt. Das hat alles super funktioniert. Der Klang ist wirklich voll in Ordnung für den Preis. Also wir haben schöne Bässe, schöne Höhen. Radio hat funktioniert, wenn man AUX-Kabel anschließt. Zubehör war ja auch super, AUX-Kabel war direkt dabei. SD habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber es wird identisch sein mit dem USB. Deshalb gebe ich hier für die Funktion 4 von 5 Testis. Verpackung und Versand. Ja, Versandzeit waren dreieinhalb Wochen. Verpackung, wir hatten wenigstens einen schönen Karton. Und dann wieder in so einer Wish-Verpackung. Aber für die Verpackung und Versand würde ich hier lockere 3 von 5 Testis geben. Das macht im Gesamtergebnis 3,3 von 5 Testis. Wie ihr wisst, immer noch mitten im Wishhammer, die erste Verlosung war schon. Ein paar Sachen sind weg, ein paar noch nicht. Was genau, werde ich euch in den nächsten Tagen erst mitteilen können, da es bei manchen Sachen zu Verzögerungen kommt und so weiter und so fort. Aber ich werde euch auf jeden Fall informieren. Ich werde euch auch bei Instagram informieren, folgt mir da unbedingt. Und dann würde ich sagen, ihr kennt das Spiel. Daumen nach oben auf das Video. Ein nettes Kommentar, Bezug nehmt auf das Video und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren. Was ich noch dazu sagen will, und zwar, nur ein Nutzer sozusagen kann das gewinnen. Wenn ihr jetzt unten 3-4 Kommentare schreibt, heißt das nicht, dass ihr die 3- bis 4-fach hohe Chance habt, das ist natürlich klar. Und ich freue mich, also ich würde mich auch ehrlich freuen, wenn ihr Kommentare Bezug nehmt auf das Video schreibt. Wenn jetzt ein Nutzer unter jedes Video nach 15 Sekunden Watchtime schreibt, geiles Video, das Video aber nicht zu Ende geguckt hat und auch keine gute Kritik an dem Video geäußert hat, finde ich das so ein bisschen schade. Derjenige kann natürlich trotzdem gewinnen, weil die Gewinnspielbedingungen sind. Nun mal Abo, Kommentar und Daumen nach oben auf das Video. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr immer Bezug nehmt auf das Video, einen Kommentar schreibt und vielleicht auch mir sagt oder ein Feedback gebt, wie auch immer. Also, ich würde sagen, wir sehen uns morgen 18 Uhr wieder. Haut rein, bis morgen. Tschüss.